Hallo, vielen Dank, lieber Andreas, vielen Dank, Carsten Linnemann, lieber Bernd, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde und Mitglieder der MIT, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung bei mir im Gartenhaus. Der Markus Römer sitzt links von mir. Heute ist nicht mein Format Sascha trifft, sondern wir haben einfach gesagt, wir nutzen dieselbe Internetleitung, um einfach etwas Energie zu sparen. Ich freue mich auf unser Format, Andreas, welches du organisiert hast. Und du batest mich ja zwei, drei Sätze dazu zu sagen, was im Moment im Bereich Mittelstand und Unternehmen etc. So auf, ich sag's mal, auf der Straße gesprochen wird, nämlich da, wo die unsere Leistungsträger hier in unserer Region ja quasi ihre Probleme haben. Und vielleicht ein Vorwort an den Carsten Linnemann. Wir sind hier eine ländlich geprägte Region, wenn er es vielleicht noch nicht so genau kennt, aber er war ja schon mal bei uns in der Gegend. Bei uns ist so ein großes Dorf, hat hier schon 2000 Einwohner und trotzdem haben wir hier viele Probleme im ländlichen Raum, die es vielleicht woanders nicht gibt. Und aber jetzt auch, wenn man die Situation erkennt in Corona im Moment, dann sehen wir ja, dass viele Einzelhändler jetzt auch in den größeren Stadtvierteln, das ist Trier ja die Großstadt der Region, auch an Probleme kommen. Und das ist, was ich eigentlich, wenn ich einen, ich nenne es jetzt Zeichen Haustürwahlkampf mache, im Moment von den Leistungsträgern so vermittelt bekomme. Und Leistungsträger sind bei mir nicht nur der Einzelhandel, sondern auch die Gastronomie. Das sind die Friseure, das Handwerk. Und gerade im Bereich des Handwerks sind ja wirklich viele ganz anders betroffen oder unterschiedlich betroffen von der aktuellen Situation. Die einen profitieren davon, dass die Leute zu Hause sind und ich sag mal, in ihr Haus, in ihr Gewerk investieren, was eine gute Sache ist fürs Handwerk, die natürlich Probleme haben in der Personalfindung. Das ist aber auch ein älteres Problem, auch vor Corona. Wie gesagt, die einen profitieren, die anderen sind gehindert daran, ihre Existenz zu behalten. Dann gibt es Hilfen, die vom Bund kommen. Ich sage jetzt einfach mal du über diese Strecke. Hab ja das eine oder andere Interview von dir schon gesehen. Und ihr wisst teilweise, wo die Probleme sind oder ihr wisst auch schon, wo große Unternehmen, ich sag mal, profitieren von diesen Corona-Hilfen. Aber wir haben das Problem von kleinen Unternehmen, dass die einfach auf ihre Hilfen warten, die Hilfen nicht so kommen, wie sie angekündigt worden sind und die doch schon Probleme haben, diese kurze Zeit, für die natürlich gefühlt ewig lange, einfach quasi über diese Zeit zu kommen, bevor sie quasi für immer und endgültig die Türen schließen. Und bei uns ist es eben nicht so in der Region, dass wenn so ein Unternehmen, ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, am Ende des Tages, wenn es die Türe geschlossen hat, dass da zehn große Ketten warten, noch mal reinzukommen. Bei uns ist es so, wenn die Tür mal zu ist, ist sie zu. Im ländlichen Raum haben wir das, und das möchte ich auch noch ausführen, im ländlichen Raum haben wir das vor 10 Jahren schon gemerkt, ohne Corona, dass uns der Einzelhandel, Gastronomie weggestorben ist. Und jetzt spüren wir das auch in einer Stadt wie Trier, wo wir das nie vorstellen konnten, dass der Einzelhandel so viele Probleme hat. Und da muss unbedingt jetzt was passieren, dass am Ende dieser Pandemie, dieses Prozesses der Schließungen, dass da nicht wirklich die auf der Strecke bleiben, die, ich sag mal, unsere Region hier in Trier-Saarburg ausgemacht haben, die uns, unsere Region so lebenswert gemacht haben, dass die nicht mehr aufmachen können, dass dann irgendwelche großen Konzerne kommen und bei uns nochmal, ich sag mal, die Innenstädte eröffnen und Geschäfte machen. Nein, wir müssen da wirklich darauf achten, dass die versprochenen Hilfen jetzt wirklich da ankommen, wo sie benötigt werden, schnell und zielgerichtet und so lange, wie die Politik und die Regierung sagt, wie es nötig ist, diese Geschäfte geschlossen zu halten. Und da bitte ich wirklich nochmal, das Ohr in die Richtung zu halten, wirklich schnell Lösungen zu finden und Hilfen zu finden, damit das, was ich beschrieben habe, hoffentlich nur bei ganz, ganz wenigen, ich sag mal, so kommt und der Rest nochmal dann irgendwann nach dieser Phase, nach dieser Zeit nochmal so weitergeht, wie wir es gewohnt waren. Dafür werbe ich eigentlich. Vielen Dank, Sascha, für deine einführenden Worte. Carsten, du hast ja jetzt ein paar Probleme auch von einem wahlkämpfenden Kandidaten gesehen, der natürlich das Ohr immer beim Bürger hat. Und ich glaube, ein paar Probleme sind hier auch ähnlich wie in deiner Region auch aufgestellt. Ich darf dir nochmal danken, dass du dir die Zeit nimmst,
in die Runde gesagt. Wir hatten eigentlich den Termin ja auch analog geplant. Du hast es schon so gesagt, dass du nach in die Region kommst, aber wegen Corona haben wir den Termin jetzt kurzfristig auch digital umgestellt. Ich glaube, das ist auch entsprechend schon richtig so. Carsten, ich darf dir das Wort gleich geben, nur als kleiner Hinweis in die Runde. Die Sitzung hier wird aufgezeichnet. Wir werden die auch nachher nochmal online stellen. Wir beraten ja in der CDU auch immer öffentlich, um auch zu zeigen, dass jeder bei uns auch Rederecht hat. Von daher, kleiner Hinweis an alle, die Runde wird öffentlich gestellt. Carsten, vielen Dank nochmal für dein Kommen und vielleicht ein paar einführende Worte auch von deiner Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, lieber Sascha Fuhlmann. Hallo zusammen. Kann man mich gut verstehen? Super, aber mein iPad ist ein bisschen kaputt gegangen hier, aber dann geht es. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Man stellt sich natürlich immer so die Frage, man muss immer aufpassen, wenn da zwei Abgeordnete sind, aber ich schätze den Andreas deshalb, und deswegen loben wir uns jetzt nicht hier gegenseitig, sondern dass es Leute gibt, die Berufserfahrung haben und einen anständigen Beruf. Das ist nicht mehr selbstverständlich in der Politik. Wenn dann noch jemand ein Maschinenbaustudium hat, Ingenieur ist und dann natürlich Berichterstatter bei uns für künstliche Intelligenz, dann ist das einfach ein Glücksfall für die Fraktion. So, und deswegen mache ich das gerne, weil ich sag mal, zwei Sachen gehen mir echt gegen den Strich. Ich muss ein bisschen aufpassen, wird ja alles aufgenommen hier. Das eine ist, warum ich eigentlich nicht für die Politik geschaffen bin. Und ich weiß nicht, Andreas, wie es dir geht, aber ich habe echt Probleme mit diesen ganzen Laberrunden. Also, dass man da stundenlang sitzt und diskutiert und diskutiert und diskutiert und dann geht man auseinander und man trifft keine Entscheidung. Und deswegen tun sich viele Unternehmer, glaube ich, auch schwer mit der Politik. Ich weiß, das ist das demokratische Prinzip und wahrscheinlich muss das alles sein, aber es ist einfach schwierig. Und der zweite Punkt, was ich halt beobachte, ist, dass schon viele in der Politik das Gefühl haben, das Geld fällt irgendwie vom Himmel und die Politik hat die Verantwortung, dieses Geld zu verteilen. Das ist deren Aufgabe. Und dass man sich mal mit der Frage beschäftigt, ja, wo kommt das Geld eigentlich her? Also eigentlich ist es ja Geld, was die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber erwirtschaften. Ja, und wir versuchen fast wie Treuhänder möglichst vernünftig mit diesem Geld umzugehen, dass wir für Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung und so weiter dieses Geld ausgeben. Und dieser Zusammenhang geht auch vielen irgendwie verloren. Und deswegen, Andreas, vielen Dank, dass wir so Typen haben wie dich, die auch an einer Entscheidung Spaß haben. Und boah, ich tue mich echt schwer damit. Genauso schwer, vielleicht die zweite Vorbemerkung, und dann komme ich zu drei Punkten, die viele interessieren, wahrscheinlich auch in der Runde, zumindest sind das die Punkte, auf die ich in diesen Tagen am meisten angesprochen werde. Die zweite Vorbemerkung, ich tue mich so ein bisschen als Volkswirt schwer im Moment. Meine Eltern hatten eine Buchhandlung mehr als 40 Jahre in Paderborn. Das heißt, lieber Sascha Kuhlmann, ich weiß sehr wohl, wie es um die Situation im Einzelhandel bestellt ist, im Moment im stationären Handel. Aber gleichzeitig habe ich damals Betriebswirtschaftslehre studiert und ja, irgendwie hat mir die Volkswirtschaftslehre immer mehr Spaß gemacht. Ich hatte so einen FH-Studiengang und dann habe ich Volkswirtschaft nochmal obendrauf gesetzt. Und in diesen Tagen fände ich es, glaube ich, besser, dass ich Philosoph wäre oder irgendwas, ohne den Philosophen mehr herabzusetzen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich schätze die sogar sehr. Aber volkswirtschaftlich ist es in diesen Tagen sehr schwer, weil es entzieht sich irgendwo alles meiner Vorstellungskraft, weil ich natürlich im Kopf viele Dominosteine habe. Nehmen wir nur mal das Beispiel Sozialversicherung. Also die Bundesagentur für Arbeit ist leer. Wir schießen da jeden Tag Milliarden bildlich nach. Der Gesundheitsfonds ist leer. Über die Rente möchte ich gar nicht nachdenken, weil wir da die Rentenversprechen gemacht haben, ohne die Rechnung überhaupt gestellt zu haben. Wir haben einfach die Situation, dass wir im Moment auch bei den Spätfolgen, ich sag mal von den psychologischen Folgen von den Kindern, die nicht zur Schule gehen, aber auch Integrationskurse fallen im Moment aus. Wir haben eine Mammutaufgabe in Deutschland beim Thema Integration. Mehr als 20% der Kinder, die im Vorschulalter sind, sprechen zu Hause kein Deutsch. Das ist kein Vorwurf, im Gegenteil, das würden wir auch machen, wenn wir in Afrika wären, würden wir zu Hause auch Deutsch sprechen. Aber diese Kinder müssten eigentlich jetzt nicht nur Integrationskurse, sondern möglichst in eine Vorschule, um die Sprache zu lernen. Alles das passiert im Moment nicht. Und deshalb
ist das eine schwierige Zeit. Wir müssen auch aufpassen, mittelfristig das Thema Inflation. Wir müssen auch aufpassen, mit dem Geld so umzugehen, als ob es keinen Morgen gäbe. Manchmal habe ich das Gefühl, man geht jetzt mit Milliarden so um wie damals mit Millionen, weil man sagt, ja, es ist ja eine Pandemie, ein exogener Schock, wir können das ja jetzt. Und da müssen wir halt aufpassen. Vielleicht das als zwei Vorbemerkungen und drei Punkte, auf die ich im Moment jeden Tag angesprochen werde, die würde ich vielleicht Ihnen vorweg schicken, bevor Sie dann oder wir dann in die Diskussion gehen. Da ist zum einen das Thema Hilfen. Der Sascha Kohlmann hat das angesprochen. Wir als Mittelstandsunion haben uns ziemlich früh, ganz am Anfang, kann man auch alles nachlesen, für eine ganz klare Regel ausgesprochen, weil wir sofort wussten, dass wenn es extra Regeln gibt für bestimmte Branchen, dieses zu Frust führt, zu Unbehagen, weil die Gerechtigkeit nicht hergestellt ist. Wenn wir von Anfang an gesagt hätten, dass wir auf der einen Seite die Fixkosten für diejenigen ausgleichen, die jetzt unter dieses Berufsausübungsverbot oder signifikant Umsatzeinbußen haben, wenn wir die Fixkosten für die übernehmen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Lebenshaltungskosten sicherstellen, ob man das jetzt Unternehmerlohn nennt oder wie auch immer, der Begriff Unternehmerlohn, den mag ich irgendwie nicht so, weil Unternehmer sich den Lohn selbst erarbeiten, aber wir haben nun mal hier einen exogenen Schock und da kann der Unternehmer nichts zu und deswegen muss der Staat, finde ich, für die Lebenshaltungskosten da sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fixkosten ausgleichen. Das haben wir nicht gemacht, leider. Und an einer Stelle hat der Scholz dann die Idee gehabt, zumindest sein Ministerium, um im November und Dezember zu sagen, wir machen Novemberhilfen und Dezemberhilfen für alle Branchen, die mehr als 80% des Umsatzes verlieren, weil sie nicht mehr öffnen können oder weil sie nicht mit jemandem zusammenarbeitet, der darunter leidet. 80%, also Gastronomen natürlich vor allen Dingen und andere, die haben dazu geführt, dass alle Programme neu ausgearbeitet werden mussten, alle Schnittstellen mussten neu ausgearbeitet werden, überprüft werden, überarbeitet werden. Und deshalb tun wir uns jetzt so schwer mit der Auszahlung. Das ist der Grund. Die November- und Dezemberhilfe hat die gesamte Programmierung des gesamten Systems, die Schnittstellen zwischen Bund und Ländern, alles kaputt gemacht. Und das war der Grund. Man hätte eigentlich diese Hilfen gar nicht machen dürfen. Ich verstehe jeden Gastronomen, vielleicht ist auch einer jetzt hier in der Runde. Nehmen Sie das Geld mit, Sie haben es auch verdient. Ich gönne es jedem, aber es ist nicht gerecht, als Maßstab den Umsatz zu nehmen für einen Ausgleich. Das führt natürlich dazu, dass der Andreas Steyer und ich, aber auch der Sascha Kohlmann, Mails bekommen von Einzelhändlern, um bei dem Beispiel zu bleiben, die sagen, wir sind genauso betroffen wie die Gastronomen. Wir müssen auch schließen, aber die Gastronomen bekommen 75% des Umsatzes ausgeglichen und wir bekommen null, nur die Fixkosten. Der Friseur wird auch kommen, wird auch sagen, ich muss oder habe geschlossen und bekomme das Geld auch nicht. Und das war, glaube ich, ein Riesenfehler. Das war Olaf Scholz. Das war das Ministerium. Ob er selbst die Idee hatte, weiß ich nicht. Ich habe gehört, wer die Idee hat, ist mir auch egal. Auf jeden Fall kommt es aus seinem Ministerium. Klarer Fehler, muss man auch so adressieren. Das hat dazu geführt, dass es sich jetzt so mit den Hilfen so lange gezogen hat. Was ich höre, ich weiß nicht, Andreas, wie es bei dir ist, bei mir im Wahlkreis, ich habe jetzt mal gestern 6, 7 Leute angerufen, die haben es alle bekommen, die Gastronomen. Nicht nur die Abschläge, sondern auch die Zahlung. Im Wirtschaftsministerium hat man mir gesagt, weit jetzt über 50% sind ausgezahlt. Vielleicht gibt es ja auch einen hier in der Runde, vielleicht kann der gleich noch mal was sagen, ob er das Geld bekommen hat oder nicht. Das zweite große Thema ist im Moment die aktuelle Situation. Wird sehr kritisch gesehen. Hier kommt die soziale Marktwirtschaft, meine ich, mit voller Wucht zum Tragen. Dort, wo wir auf Marktwirtschaft setzen, funktioniert es. Beim Impfstoff. Wir haben weltweit einen Wettbewerb ausgerufen, welches Land, welche Firma, welches Unternehmen am schnellsten, am effektivsten, am effizientesten einen Impfstoff erfindet. Und das hat funktioniert. Noch nie in der Geschichte gab es so schnell einen Impfstoff wie im Moment zum Thema Corona. In dem Moment, wo wir staatlich organisieren, siehe das Thema Impftermine, scheitert der Staat. Daniel Günther, mit dem ich beileibe nicht immer die Meinung teile, hat gesagt, komm, wir lassen Profis ran und gib das Event hin, dieser Ticketagentur, und es läuft. Genau das Gleiche bei der Impfbestellung.
Der Staat sagt Deutschland zu Recht, Europa soll es machen. Und Europa muss sich die Frage stellen, warum hat man so spät? Warum hat man so spärlich? Warum hat man so lahm agiert und nicht offensiver? Also diese Fragen sind völlig berechtigt und deswegen müssen wir hier die Dinge übrigens auch beim Namen nennen. Nur so kommen wir da raus und die Politik muss echt aufpassen, wie alle, dass wir nicht die Schuld immer beim anderen suchen. Ich habe mich im Sommer nicht geäußert, gebe ich zu, beim Thema Impfen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht den Mund zu voll nehmen und hinterher so tun, als ob ich alles besser gewusst habe. Ich kann jetzt auch sagen, ich war nicht zuständig für dieses Thema. Ist alles egal. Es muss jetzt funktionieren und ich hoffe, dass heute Abend da auch was bei rauskommt. Der letzte Punkt, worauf ich jeden Tag angesprochen werde, ist die Perspektive. Unternehmer wollen keine Bittsteller sein. Sie wollen kein Geld vom Staat, sondern sie wollen selbst arbeiten gehen. Genau das Gleiche gilt für Arbeitnehmer, die jetzt zum Teil Kurzarbeitergeld bekommen. Die wollen arbeiten gehen und brauchen eine Perspektive. Ich sehe die Gefahr der Mutation, bin allerdings dezidiert der Meinung, dass man aus Sorge vor dieser Mutation sollte man nicht den Fehler machen, sich eben nicht mit einem Öffnungsplan beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass wir einen Stufenplan brauchen. Ich bin der Meinung, dass die Wirtschaft wissen muss, unter welchen Bedingungen sie wieder öffnen darf und wer öffnen darf. Und diesen Stufenplan gilt es zu diskutieren. Niedersachsen hat jetzt einen vorgeschlagen, auch Schleswig-Holstein, finde ich super. Der SPD-Ministerpräsident war das an der einen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Daniel Günther, finde ich super. Darüber müssen wir reden. Und worüber wir gleichzeitig auch reden müssen, ist, das ist unglaublich, dass wir nach 10 Monaten immer noch nicht wissen, wo sich die Menschen anstecken. Das ist Wahnsinn. Also da müssen Einzelhändler schließen, da müssen Möbelhäuser schließen, Friseure müssen schließen. Es gibt keine Infektionsherde, es gibt keine Infektionshotspots in diesen Bereichen. Gleichzeitig müssen sie mit die Zeche dafür zahlen, dass wir leider immer noch nicht wissen, wo sich die Menschen anstecken. Und ich finde, es kann nicht zu viel verlangt sein, wenn man dieser Frage mal nachgeht bei den Infektionen. Wenn das mit der App nicht funktioniert, die ist faktisch gescheitert, muss man einfach sagen, dann muss man es mündlich machen von den Gesundheitsämtern. Aber auch diesen Punkt brauchen wir. Am Ende des Tages bin ich sicher, dass wenn wir es schaffen, jetzt im Sommer die Menschen zu impfen, dass es dann darauf ankommt, dass wir wieder durchstarten. Also diese Pandemie hat gezeigt, ja, dass die öffentliche Verwaltung weit hinterherhinkt. Da werden Bauanträge nicht genehmigt, weil die digitalen Prozesse nicht da sind. Wir können bis heute kein Auto digital anmelden. Ich meine, es ist ja wirklich ein Witz. Über die Schulen will ich gar nicht reden. Also wenn wir als Union diese Pandemie nicht nutzen, um als Zukunftspartei in den nächsten Wahlkampf zu gehen und nicht mit Belastung, sondern mit Entlastung, was gar nicht monetär nur der Fall sein muss, sondern auch in Bezug auf Freiräume, ähnlich wie es damals Gerhard Schröder geschafft hat und Wolfgang Clement, weil dieses Land mit Brücken zur Wand stand, weil wir so viele Arbeitslosen hatten, haben die Agenda 2010 durchgesetzt, dass jemand, der Geld vom Staat bekommt, auch etwas dafür tun muss. Fördern und fordern heißt dieses Prinzip. Das konnte man nur machen, weil das Land mit dem Rücken zur Wand stand. Und jetzt stehen wir wieder mit dem Rücken zur Wand. Und deshalb müssen wir jetzt diese Chancen nutzen. Ansonsten wird man uns in 10, 20 Jahren fragen, warum wir es nicht gemacht haben. Punkt. Und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Carsten, für die einführenden Worte. Du hast das Stichwort richtig genannt, Freiräume schaffen und aus der Krise lernen. Das bringt immer was, wenn man aus der Krise lernt und auch die Lessons learned entsprechend umsetzt. Von daher freue ich mich natürlich jetzt auch hier in der Diskussion. Ich habe ein paar Wortmeldungen. Ich bitte jeden, der Rede, Frage hat, in den Chat kurz sich einzutragen. Zurzeit liegen wir schon mal ein paar Fragen vor. Die Heike Franzen. Heike, bist du da? Die Dorothea Görz hatte sich gemeldet und der Michael Biedinger haben sich vorab gemeldet. Heike, vielleicht fängst du mal an mit deiner Frage und dann machen wir zusammen mal 3 Fragen und gehen dann in die Antwortrunde rein und dann machen wir die nächste Runde. Heike. Hallo, Heike. Guten Abend zusammen. Ja, guten Abend. Ich frage mich eben, wenn wir jetzt so viele den Einzelhandel so stark gelockdownt haben und
Die Hilfen sind ja versprochen, zum Teil nicht angekommen, zum Teil kommen sie nicht an. Wie sollen wir in der Zukunft nach dem teilweisen Lockdown, der ja jetzt schon, wie ich gehört habe, vielleicht bis Ostern dauern soll, den Einzelhandel und die Gastronomie überhaupt wieder beleben? Weil es sind ja viele inhabergeführte mittelständische Unternehmen darunter und die, es gibt bestimmt einige, die nicht überleben werden. Und dann noch eine weitere Frage, die ich habe, oder beziehungsweise die mich umtreibt, ist, was passiert mit diesen Mitarbeitern? Das sind ja 450-Euro-Kräfte, manchmal auch noch Teilzeitbeschäftigte, viele Frauen. Wenn die arbeitslos werden, wie sollen die wieder in die zukünftige Arbeitswelt integriert werden? Einfach deshalb, weil die ja schon manche oder viele ein mittleres Alter erreicht haben, 40, 45, und ich der Meinung bin, dass da Weiterbildungsprogramme für die neue Digitalisierung, für die Ausbildung derjenigen aufgelegt werden müssen, weil die müssen ja noch am Arbeitsleben teilhaben. Wie stellen wir sich das vor? Das war's. Danke. Ja, vielen Dank, Heike. Dorothea Görz. Ja, jetzt. Ja. Also was passiert mit der Benzwelle und wie geht das mit diesem Rattenschwanz, der ja jetzt hinten dran hängt? Also, dass die Leute halt dann, ne, die haben ja dann, die laufenden Kosten werden ja trotzdem weitergetragen. Ja, vielleicht noch der Michelle. Das habe ich nicht verstanden. Wenn ich insolvent bin, warum habe ich da noch laufende Kosten? Nein, ich meine diese Insolvenzwelle, die jetzt auf die einzelnen Unternehmen wird. Und auch dieser Rattenschwanz mit den laufenden Kosten, ne? Weil die Mieten müssen ja trotzdem weitergezahlt werden. Kriegskosten, die jetzt da laufen, ja, genau. Programme, die am Laufen sind. Vielleicht noch. Ich habe immer verstanden. Ja. Wenn die Firmen pleite gehen, was gibt es dann noch für Laufkosten? Nee, zwei unterschiedliche Fragen, nicht gleich. Ach so, Entschuldigung. Sorry. Also die Gründe, warum die pleite gehen können, eher, das sind ja die laufenden Kosten, die vielleicht zu groß sind. Ja, auch. Ah, okay, jetzt habe ich okay. Ja. Danke. Cool. Den Michael Wielinger noch dabei und dann, Carsten, kannst du mal eine Antwort holen. Ja, guten Abend, guten Abend in die Runde, hallo. Meine Frage geht eher von dem Corona-Thema weg, eher mal wieder ein bisschen zukunftsorientiert. Ein Thema, was uns ja hier auch viel beschäftigt und wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei Ihnen da in Ostwestfalen ähnlich der Fall ist. Ich habe das von der Kabarettistin Sarah Hakenberg mal gehört, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Zwischen Köln und Hannover kommt ganz viel nichts und da liegt Ostwestfalen. Ist bei uns ähnlich, zwischen Luxemburg und dem Rhein kommt nichts und da liegt der Wahlkreis von Andreas und Sascha, mal von Trier abgesehen. Wie klappt Infrastrukturförderung, wie klappt Wirtschaftsförderung im ländlichen Gebiet? Ist Glasfaser hier die Lösung und alles funktioniert? Bei Ihnen werden ganz viele Küchen und Lüsterklemmen hergestellt. Bei uns haben wir auch Produkte, die weltweit oder europaweit produziert werden. Was ist das Geheimrezept dahinter? Wie können wir unseren Wirtschaftsraum hier fit machen für die Industrie der Zukunft? Okay, dann denke ich mal, Carsten, machst du mal eine Antwortrunde und dann machen wir die nächste Runde. Ich habe noch weitere Fragen. Ja, mache ich gern. Das sind ja alles Fragen, wo ich lange zu reden kann. Ich versuche mal so ein bisschen zuzuspitzen. Die erste Frage war super mit dem Einzelhandel von Frau Franzen. Was kann man tun? Den stationären Handel zu unterstützen. Also, wenn ich, man muss ja mal aufpassen, aber wenn ich was zu sagen hätte, würde ich drei Dinge machen. Erstens, ich würde es den Städten für ein Jahr sonntags erlauben zu öffnen. Die Städte können selber entscheiden, ob sie 52 Sonntage nehmen oder nur vier. Zweitens, ich würde die Parkplätze freistellen ab 17 Uhr, nicht den ganzen Tag, dann haben sie auch die Berufsparker. Jeden Tag ab 17 Uhr frei parken in der Innenstadt. Und drittens würde ich eine Werbekampagne machen. Volle Pulle rettet den stationären Einzelhandel, kauft jetzt ein und geht in die Städte. Die drei Punkte würde ich umsetzen. Ihre andere Frage war zum Thema, wie geht es mit den Arbeitslosen weiter etc. Ja, da wäre es natürlich klug, wenn man jetzt, es gibt jetzt, beim Qualifizierungschancengesetz, ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, aber jemand, der jetzt in Kurzarbeit ist, der kann sich jetzt weiterbilden. Und da würde ich nur den Appell abgeben, dieses zu tun. Das wird staatlich sehr stark gefördert. Und wenn ich in Kurzarbeit bin, zum Teil 100%, habe ich ja auch die Zeit und dann darf man es nicht schleifen lassen. Man braucht auch keine Sorge haben, dass man dann irgendwie woanders hingeht. Wenn es der Firma wieder gut geht, dann kommt man ja wieder zurück.
Aber ich kann nur jedem, ich meine, das hört sich immer blöd an, wenn ich das sage als Abgeordneter, aber es ist halt so, dass man die Kurzarbeit jetzt nutzt für die Weiterbildung, die wird sehr stark gefördert. Ansonsten haben wir beispielsweise auch das Qualifizierungschancenprogramm, was in der Wirtschaft wenig bekannt ist, bis gar nicht, wo Mitarbeiter während der Arbeitszeit sich qualifizieren können, was 1:1 von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt wird. Und wenn es im Einzelhandel hat man ja auch oft oder ab und zu auch mal Ungelernte, die mal hier und da mal ein bisschen einspringen. Für Ungelernte ist es zum Beispiel so, dass man eine Ausbildung machen kann und diese Ausbildung wird komplett von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Ich war erst heute noch mit dem BA-Chef hier aus Paderborn zusammen, habe diese Dinge besprochen und ich glaube, dass das vielleicht ein paar Stichworte waren. Frau Görz, die Antwort ist einfach. Es muss, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, wenn ein Unternehmen die Hilfen jetzt nicht bekommt, aus welchen Gründen auch immer, weil das zu langwierig ist, weil sie nicht ausgezahlt werden, Computerfehler oder was auch immer. Diese ganzen Firmen brauchen keine Insolvenz anmelden. Wir haben die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Firmen, aber auch für zahlungsunfähige Firmen ausgesetzt. Können wir gleich gerne noch mal in einer anderen Frage drüber reden, was daran gut ist, was daran schlecht ist, was ist natürlich auch gefährlich. Wir haben im Moment aufgelaufen zwischen 15% und 18% weniger unsere Insolvenzen als im letzten Jahr ohne Corona. Also es ist ja auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, deshalb muss keiner Insolvenz beantragen. Ich bleibe dabei, die Fixkosten sollte man eigentlich komplett übernehmen und dafür auf der anderen Seite Lebenshaltungskosten sicherstellen. Das wird nicht in den Kleidern bleiben, was im Moment passiert. Und für die Politik ist es unglaublich schwierig. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht Firmen helfen sollten, die vorher schon Probleme hatten. Also Kaufhof Karstadt, um ein Beispiel zu nennen, war jetzt nicht das erfolgreichste Unternehmen. Und nur mit dem Argument Einzelhandel, schwierig, TUI, können wir jetzt nicht auf immer und ewig retten. Hatten jetzt auch nicht die, gut, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich wollte nur mal Andeutungen machen, wie ich die Dinge so sehe. So, die letzte Frage, Infrastrukturförderung, ländlicher Raum. Also ich finde zwei Sachen total entscheidend. Also über Glasfaser und so will ich jetzt hier nicht mehr reden. Also das ist natürlich selbstverständlich, dass das da sein muss. So, zwei Sachen finde ich wichtig, was ich jetzt beobachte, weil vielleicht kann man auch Trier vielleicht ein bisschen viel sogar mit Paderborn vergleichen. So von der Struktur, so ein kleines Oberzentrum, sage ich jetzt mal, ländlicher Raum. Zwei Sachen sind wichtig, wo ich spüre, dass wir haben jetzt nicht die Zeit, um alles auszufinden, aber zwei Sachen finde ich wichtig. Erstens, ich merke das auch beim Fußball, ist jetzt ein komisches Beispiel, aber der SC Paderborn kann sich eigentlich gar nicht die Spieler in Anführungsstrichen leisten. Aber wenn man dann sieht, dass der ein oder andere gute Spieler trotzdem nach Paderborn kommt, auch wenn er jetzt hier nicht das meiste Geld verdient, hängt einfach mit dem Umstand zusammen. Das Beispiel könnte ich auch für Nixdorf machen oder für Bentler oder auch für den Mittelstand, dass wir hier, glaube ich, schon den Familien etwas bieten können. Und es ist nicht mehr so wie vor 10, 20, 30 Jahren, dass der Ingenieur dann nach Trier kommt, weil er da viel Geld verdient, sondern der Ingenieur kommt nach Trier, weil er auch gerne möchte, dass es ein Work-Life-Balance gibt, dass seine Frau zufrieden ist oder wenn die Frau dort arbeitet, dass der Mann zufrieden ist, dass es diese weichen Standortfaktoren gibt. Ich sag mal, von der Kinderbetreuung hin zu einem tollen Lebensumfeld. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja, und das Zweite ist, dass die Region einfach eine Affinität, ich meine, Andreas Steyer ist da viel mehr tiefer als ich im Thema, die muss einfach für Zukunft stehen. Diese Region und muss das auch deutlich machen. Zum Beispiel wir in Paderborn haben Fraunhofer-Institut und wenn bei uns in Paderborn jemand eine Idee hat, auch im künstlichen Intelligenz, KI-Bereich und so weiter, Digitalisierung, dann geht er zu dem Fraunhofer-Institut hin, der Mittelständler und die setzen das zusammen dann um. Wir sind insgesamt Spitzencluster in Ostwestfalen-Lippe, das ist auch bekannt und der Ingenieur weiß, wenn ich nach Ostwestfalen-Lippe komme, das ist eine Spitzencluster-Region, die sind ja im Maschinenbau, Anlagenbau stark verzahnt mit der Digitalisierung. Also sind jetzt zwei abstrakte Punkte, auf der einen Seite Umfeld für die Familien schaffen, auf der anderen Seite technologisch für Zukunft stehen.
Aber das sind, glaube ich, zwei wichtige Beispiele, wie man sich auf Zukunft trimmen kann. Ja, vielen Dank, Carsten. Vergleichbarkeit, nur als kurze Ergänzung, Trier, Paderborn. Wir sind ja beide im Regiopole-Netzwerk und da ist ja auch immer das Oberzentrum mit teilweise auch Metropolcharakter. Kultur ist ein Themenschwerpunkt, aber natürlich auch Forschung, Innovation ist ein anderes Themenschwerpunkt. Und da hat Trier auch auf dem Bereich Gesundheit einen Kernbereich, wo eben Hochschule, Universität vor Ort eben auch weiterentwickelt werden sollen. Das ist ein anderes Beispiel als das, was du genannt hast, aber die Städte sind sicherlich auch vergleichbar. Aber wir sind erfolgreicher im Fußball. Ja, Eintracht Trier war noch, die war früher mal gut, hat ja auch Dortmund aus dem Pokal rausgeworfen. Also von daher, Carsten, toi, 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 für morgen. Wann war das? 96, 97 in der Saison. Da ein Tor durch hier durch Trier 1-0 gegen Dortmund gewonnen und gegen Schalke vorher Schalke rausgeworfen. Also von daher, leider haben wir es nicht ins Finale gepackt, aber vielleicht klappt das ja bei euch. Gut. Vielleicht jetzt weiter in die Runde. Sind noch weitere Fragen? Ich sehe hier auf der Liste Carsten Vogt. Daniel Schatz hat sich auch noch gemeldet im Chat. Vielleicht die beiden. Dann habe ich sehe den Axel Bayer. Dr. Axel Bayer sehe ich jetzt nicht, aber die Frage kann ich vielleicht auch hier ablesen und ergänzen nach den beiden. Also Carsten Vogt, bitte. Herr Leindecker, Sie sind auch noch notiert. Gut. Hört man mich? Ja, guten Abend aus Trier an alle. Meine Frage rührt betreffend der Gastronomie. Also vielleicht kurz, um da anzuknüpfen. Bei uns sind bisher nur Abschläge und die Novemberhilfe angekommen. Auf die Dezemberhilfe warten wir noch vergeblich. Novemberhilfe komplett. Wie bitte? Die Novemberhilfe komplett. Gestern eingegangen, ja. Das ist aber schon mal was. Ja, aber wenn man da im Gegenzug stellt, dass wir jetzt in den dritten Gehaltsvorschuss sind und die Mitarbeiter fast alle zu 80% in Kurzarbeit sind und man dann für knapp 70 Mitarbeiter das Gehalt 80% vorschießen muss und null Einkünfte hat, der Kollege Sterzenbach ist auch dabei, ich denke, der kann das bestätigen, das ist schon schwierig. Also definitiv, da ist gestern das Gehalt rausgegangen und Dezember ist ja auch schon überwiesen. Ne? Von daher muss man da mal gucken. Meine Frage rührt daher betreffend der Öffnungen. Also ich meine, es ist absehbar, dass es bis vor oder nach Ostern gehen wird. Wir sind eine Hochzeitslocation. Wir haben Fragen betreffend Juni, Juli, August mit Veranstaltungen. Mir ist klar, dass im Moment kein Öffnungsdatum kommuniziert werden kann, aber wird es für die Gastronomie und die Hotellerie oder die Veranstaltungsbranche spezifisch einen längerfristigen Plan geben? Oder wird das wieder so kurzfristig sein? Sicherlich muss man die Inzidenzwerte im Auge behalten. Da kann keiner in die Glaskugel schauen. Aber wir brauchen was Greifbares. Das ist nicht so haptisch. Also es fehlt, also ich kann, was soll ich Leuten sagen, was soll ich meinen Mitarbeitern sagen, was sie für September, Oktober Veranstaltungen antworten können? Mir ist klar, dass es dafür jetzt keinen Leitfaden geben wird. Aber wenn der Plan ist zu öffnen, wird es da seitens der Bundesregierung was Längerfristiges geben, sofern die Zahlen natürlich im Griff bleiben. Das wäre so die Hauptfrage. Hilfen hin und her, das wissen wir alle, das ist ein schwieriges Thema. Die werden irgendwann kommen, das ist auch, denke ich, gut. Da wurden auch gute Lösungen gefunden. Wenn sie da sind, ist es okay. Im Moment ist es schwierig, ich denke für alle, aber das ist für mich erstmal prägnanter. Ich weiß nicht mehr, was ich den Gästen erzählen soll und auch nicht mehr, was ich den Mitarbeitern erzählen soll. Also da wird um Monat für Monat verlängert und auch die Gäste werden nervös. Veranstaltung Juni, Juli, 50, 60 Personen, heute noch 4 Telefonate geführt. Natürlich kann da keiner eine feste Aussage sagen, aber wenn geöffnet wird, kriegen wir da einen längeren Plan. Also wird es eine längerfristige Planung geben für eine Öffnung oder wenn wir auf sind, setzen wir uns dann im September wieder zusammen und fahren das Ganze vielleicht wieder runter im Worst Case. Frage verstanden. Danke. Frau Görz. Gut, dann Daniel Schatz, du stehst hier unter Bezirksvereinigung CDU, ist unser JU-Bezirksvorsitzender, Carsten, also von daher. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Daniel, du hast das Wort, auch Maschinenbauingenieur, also von daher, der Nachwuchs ist auch ganz gut unterwegs. Danke, Andreas. Guten Abend, Herr Lindemann. Genau, ich bin unter dem Account von der Bezirks-JU drin. Und auch Wirtschaftsingenieur, also in dem Bereich.
Ich möchte einmal anmerken, zum einen sehe ich, dass wir jetzt Corona auch wirklich als Chance nutzen können, also zum einen in der Verwaltung zur Digitalisierung, wo wir zum Teil auch sehr weit hinten dran hängen als Beispiel. Ich gehe mal davon aus, die Israelis wurden auch als Impfstoffvorreiter gewählt von BioNTech Pfizer, weil sie in dem Bereich schon uns weit voraus waren und auch viel mehr Daten zur Verfügung stellen konnten. Und auch im Unternehmensbereich sollten wir das Ganze aus meiner Sicht auch jetzt als Chance sehen, da vielleicht zum Teil veraltete Geschäftsmodelle anzupassen, was auch schon hätte in den letzten Jahren geschehen können, aber jetzt auf einen Schlag geschehen muss. Jetzt, das Argument mit Israel und den Daten mit Bayern? Ja, soviel ich weiß, ist in Israel, haben die Krankenkassen wohl eigene Ärzte oder sind irgendwie da ein bisschen anders aufgestellt, aber haben auf jeden Fall viel mehr Daten in ihrem Gesundheitssystem gesammelt, sodass sie damit auch BioNTech, Pfizer viel besser helfen können, wie der Impfstoff wirkt in dem Bereich, wo wir sicherlich dadurch als Vorreiterland nicht in Frage kamen, weil wir da hinten dran hängen. Ist das auch der Grund, warum Israel sich so gut eindecken konnte? Ich kann es nicht zu 100% sagen, ob so ist, aber ich denke mal, Pfizer und BioNTech, die werden sich da schon Gedanken gemacht haben und dadurch auch in einem guten Kontakt zu Israel gewesen sein. Ja, starker Punkt, also würde ich mal dem Spiegel geben. Ja, dann hätte ich noch eine Frage, und zwar kommen wir noch von dem Prinzip weg, dass wir das Geld jetzt so pauschal momentan doch zum Teil herausschleudern, dass wir da einfach mehr darauf achtet. Ich glaube, es gab auch Vorschläge, wie man darauf achtet, wie sich die Unternehmen in der Vergangenheit entwickelt haben und danach das Geld auszubezahlen. Vielen Dank, Daniel. Herr Leyendecker, Sie haben sich gemeldet. Vielleicht ziehen wir Sie vor. Ist ja dem Carsten Lindemann auch bekannt und auch in der MIT sehr aktiv unterwegs. Ja. Herr Leyendecker. Das ist ein Dauer-E-Mailer hier. Dumm abschalten, ja. Der arme Herr Lindemann, der kennt mich mit meinen Frechheiten immer, aber ja, sicher. Frechheit sich. Ich kann eine Frage stellen, dass ich eine Woche keine E-Mail bekomme. Bitte? Sie können ja jetzt mal alle Fragen für die nächsten zwei E-Mails. Jetzt brauche ich die Lösung schreiben. Ja, schönen Dank, Herr Steyer und Herr Lindemann. Wir hatten mal hier laut denken dürfen. Also unsere Familienunternehmen sind 68 mit 170 Leuten, leider tödlich sehr unter Corona. Wir haben zwei Einzelhandelsstandorte, die leider zu sind, und deswegen müssen, aber wir sind dankbar, dass das Kurzarbeitsgeld, dass wir da also keine großen Probleme kommen, und unserem Großhandel beliefern wir die Handwerker, und da sind wir an sich sehr zufrieden. Aber was mich natürlich mittelfristig, langfristig mehr als Corona ist die Entwicklung der Monopolplattform, die uns Umsatz stehlen mit 20, 30, 40% im Moment, und es passiert nichts. Obwohl, jetzt habe ich hier, unser Wirtschaftsminister hat ein GWB-Digitalisierungsgesetz eingebracht im Bundesministerium, vom Bundesministerium aus. Und auch hier auf Europabasis gibt es einen Digital Market Act. Aber ich habe auf Ihrer Homepage geguckt, habe da nichts gefunden von. Da hat jeder Thema noch gar nicht irgendwo. Man, wenn Sie die Dinger sich angucken, die Links davon, da brauchen Sie 3 Wochen, um das zu lesen. Und da wäre es schön, wenn dann von Ihnen zum Beispiel, dass mal irgendeiner als Aufgabe bekommt, dann mal was zu schreiben, was wir auch verstehen. Wir wollen ja auch mitgestalten da und nicht einfach nur zugucken, wie wieder von oben runter einfach wieder bevormundet werden. Und es gibt ja genügend Bücher, auch dass wir uns hier dann mit dem Mittelstand, das Ende des Mittelstandes oder hier von dem Herrn Wambach, der europäische Wirtschaftsforschung, die haben da wirklich interessante Bücher geschrieben, die habe ich zwar auch gelesen, aber ich kann nicht von unseren Parteimitgliedern erwarten oder Mitgliedern, die das lesen alle. Und dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie auf dem Gebiet was machen würden. Danke. Ja, vielen Dank, Carsten. Das war die eine vielleicht noch, der Dr. Axel Bayer ist jetzt heute nicht da. Vielleicht noch kurz ein Thema. Ich hatte gedacht, der Peter Leyendecker wird es das bringen. Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Da fragt er hier ganz konkret, unterstützen Sie in Anlehnung an Ziffer 5 des Entschließungsantrags des Freistaates Bayern vom 23. Juli 2020 die Forderung, dass es nicht zu einer Nachversteuerung von Schenkungssteuer kommen darf, wenn ein Familienbetrieb vor der Corona-Pandemie steuerbegünstigt auf die nächste Generation übertragen hat,
und wegen der Corona-Pandemie insolvent geworden ist oder der Erfolg wegen Corona ausblieb. Also die konkrete Frage, unterstützen wir das oder wie stehst du zu der Frage? Frage verstanden? Bei der Erbschaftssteuer, nicht die Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, oder? Die Erbschaftssteuer, genau. Ja. Ja, also Nachversteuerung in der Erbschaftssteuer. Ja. Okay. Also, ja. Herr Vogt, war die erste Frage, ne? Ich habe eben mit Frau Spieker gesprochen aus meinem Wahlkreis, auch Hotelier. Genau, und Frau Spieker hat genau das gesagt, was Sie gesagt haben. Die haben jetzt die ganzen Hochzeiten abgesagt für den Sommer und gehen jetzt in den Herbst, weil die Leute einfach total verunsichert sind und hoffen einfach, dass es im Herbst dann sicher ist, bevor sie jetzt bald die Einladung für den Sommer verschicken. Ich gebe Ihnen eine total ehrliche Antwort. Ich schätze die Chance für einen längerfristigen Plan bei 50-50 ein. Die Frage ist, was Sie ja brauchen, ist ein Stufenplan. Dass Sie genau wissen, zwischen 25 und 50 Inzidenz dürfen Sie wieder komplett öffnen mit Hochzeitsfeiern bis 100 Leute. Jetzt mal als Beispiel oder 200. Ab 50 Inzidenz bis 100 Inzidenz ist das eingeschränkt. Und unter 25 Inzidenz kann man wieder fast alles machen oder unter 10. Ist ja auch egal. Mir geht es jetzt um das Prinzip. Und da gibt es im Hintergrund die einen, die sagen, wenn man jetzt so einen Stufenplan diskutiert, ja, schnürt man eine Erwartungshaltung, die man hinterher nicht erfüllen kann. Und da gibt es die andere Gruppe, zu der zähle ich, und sagen, die Menschen sind alt genug, die Unternehmer sind alt genug und wissen, ich sage jetzt mal, was ich nicht hoffe, wenn die Mutation volle Pulle um sich greift, dass dann so ein Stufenplan auch nicht durchgesetzt werden kann. Selbst wenn man ihn durchsetzen würde, würde sich keiner für eine Hochzeit anmelden oder vielleicht nur ganz wenige Verrückte, weil die sagen, das tue ich mir nicht an. Und deshalb bin ich der Meinung, wir brauchen einen Stufenplan, einen Öffnungsplan, damit Sie genau wissen, wann Sie wieder öffnen können und Ihre Mitarbeiter auch. Aber wie gesagt, ich sage jetzt mal, wir sind ja hier, also ich glaube, dass das Kanzleramt das eher kritischer sieht und manche Länder wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein eher positiver. Und deswegen bin ich auf der Seite derer, die diesen Stufenplan fordern, weil ich glaube, das ist verantwortbar und ich glaube, die Wirtschaft braucht eine Perspektive. Ansonsten, ja, mehr kann ich Ihnen leider dazu nicht sagen. Das ist meine Einschätzung. Wir als Mittelstandsunion werden uns dafür stark machen, dass wir diesen Stufenplan bekommen. Und danke nochmal für den Hinweis mit der Novemberhilfe, dass das nicht reicht. Ich habe jetzt hier gestern in meinem Wahlkreis mit 5 oder 6 Gastronomen gesprochen. Ich muss zugeben, nicht mit Hoteliers hier bei mir. Aber die haben gesagt, Gott sei Dank, das ist jetzt schon mal, aber bei ihm verstehe ich das natürlich, bei so einer Größenordnung an Kosten wird das nicht ausreichen. Und ich hoffe, dass schnell dann die zweite Dezember-Tranche auch kommt. Die nächste Frage war der Carsten Scharcht, ne? Oder wie? Daniel Scharcht, Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. Okay, Daniel. Genau. Daniel Scharcht. Genau. Und erstmal vielen Dank für den wirklich hochinteressanten Beitrag mit Israel und mit den Daten. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und dass es da vielleicht einen Connex gibt zu der Situation der erfolgreichen Impfung, die da jetzt bislang stattfand, wo die Zahlen immer noch hoch sind wegen der Mutation, ähnlich wie in Portugal. Die Frage war, wie können wir darauf achten, mit dem Geld vernünftig umzugehen? Und ich konzentriere mich auch hier auf einen Punkt. Es gibt den sogenannten, es gibt Wirtschaftshilfen für Herrn Vogt und für viele andere. Das ist für Firmen, die nicht mehr als 500 Millionen Euro Umsatz machen. Aber Firmen, die mehr als 500 Millionen oder noch, also für sehr große Firmen, gibt es den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da ist Geld geflossen für die Lufthansa, für TUI, für Karstadt, Kaufhof und so weiter. Und für diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds gibt es keine richtigen Bedingungen. Also ich sage jetzt mal, vieles könnten wir auch in dieser Runde entscheiden und können sagen, ja, gehen wir dem Geld oder nicht. Ich glaube, das gefällt jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen Minister nicht, was ich jetzt hier sage, interessiert ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich finde, ihr braucht es klare Bedingungen, wann ein Unternehmen Geld bekommt und wann nicht. Und ich finde, wir dürfen nicht Unternehmen retten, die bereits vor der Krise arge Probleme hatten, vielleicht sogar kurz vor der Insolvenz standen. Und ich glaube, wenn man hier eine klare Definition hat, wann man als Staat einsteigt, wenn es zum Beispiel eine kritische Infrastruktur ist, wenn es um Sicherheit geht, um vieles andere,
dann ja, aber nicht, wenn es um irgendwelche Trends geht oder Unternehmen halt, denen es vor der Krise schon schlecht ging. Ansonsten, klar, müssen wir aufpassen, dass Olaf Scholz nicht Wahlkampf macht, weil er als Bundesfinanzminister die Geldsäcke mitschleppt und um sich werfen kann und damit Wahlkampf macht. Ich glaube, da ist auch unser neuer Vorsitzender Armin Laschet gefordert. Das hat er ja bei der Schuldenbremse schon, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und erstes Zeichen gesetzt, dass er dagegen hält. Finde ich auch parteipolitisch gut für unsere Partei. Die Union ist immer gut damit gefahren, dass wir auch darauf geachtet haben, dass man mit dem Geld vernünftig umgeht. Herr Leyendecker war, glaube ich, die nächste Frage. Ist das richtig? Herr Leyendecker, ich muss jetzt mal ganz ehrlich, bin ich eigentlich immer, aber was mir nicht gefällt ist an der Debatte in Deutschland, Sie sind ja nicht der Einzige, ich beantworte sofort Ihre Frage, aber wir glauben in Deutschland, dass die Besteuerung von Amazon und Co. der Grund ist, warum Amazon und Co. so erfolgreich sind. Das ist falsch, Herr Leyendecker. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist falsch. Selbst wenn wir um 100% die Steuern erhöhen für die, haben die verstanden, was eben der ein oder andere auch hier gesagt haben, mit einem datenbasierten Geschäftsmodell Erfolg zu haben. Digitalisierung ist nichts anderes als Disputation. Das heißt, ein Geschäftsmodell, ein ursprüngliches, wird auf den Kopf gestellt. Und während wir, auch ich, sage, ich sage jetzt mal, was weiß ich, und kämpfen um jede Sparkasse, die in einem Dorf ist, damit sie bleibt. Aber irgendwann muss auch ich verstehen, dass wenn der Kunde nicht mehr in die Sparkasse geht, weil er alles digital macht, dass ich dann auch eingestehen muss, dann muss auch so eine Sparkasse schließen. Und wenn wir glauben, dass wir können gerne jetzt gleich über die Besteuerung reden, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Amazon, Google, Apple sind nicht erfolgreich, weil sie weniger Steuern zahlen, sondern sie sind erfolgreich, weil sie die Kundenbedürfnisse frühzeitig erkannt haben. Weil Amazon einfach Dienstleistungen anbietet, die andere zu spät erkannt haben. Und deswegen müssen wir in Deutschland aufholen. Sie haben völlig recht, Amazon muss knallhart besteuert werden. Und Amazon darf keine Extrarolle haben. Und wir haben extra dieses GWG, was Sie da jetzt gerade gesagt haben, umgesetzt. Das ist sehr technisch, damit zum Beispiel das Kartellamt viel leichter kontrollieren kann, ob es eine Monopolisierung gibt, gerade bei der Plattformökonomie. Das ist alles sehr technisch. Haben Sie völlig recht mit allem, was Sie sagen. Trotzdem bleibe ich dabei, selbst wenn wir Amazon um 100% höher besteuern würden, die wären erfolgreich, weil sie einfach Geschäftsmodelle haben, die zum Teil unlauter sind, will ich gar nicht abstreiten. Ja, deswegen ist ja auch das Kartellamt da dran. Aber unterm Strich haben einfach in der neuen digitalisierten Welt amerikanische, übrigens auch asiatische Firmen schneller als wir erkannt, wie man mit datenbasierten Geschäftsmodellen umgeht, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nach unserer Riesenerfolgswelle im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Automobilindustrie, Chemie, Elektro, dass wir jetzt nicht den Anschluss verlieren. Deswegen sind diese Themen wie künstliche Intelligenz so wichtig, weil sie verzahnen die digitalisierte Welt mit unseren Erfolgen, mit unseren komparativen Kostenvorteilen, wie man sagt, im Maschinenbau, im Anlagenbau und so weiter. Aber deswegen müssen wir höllisch aufpassen bei diesen datenbasierten Geschäftsmodellen. Ich kriege so viele Mails, jeden Tag, glaube ich, im Durchschnitt eine, wo immer wieder gesagt wird, ja, Amazon ist nur deshalb erfolgreich, weil die weniger Steuern zahlen. Das stimmt einfach nicht. Die haben einfach ein Geschäftsmodell, wo die jungen Leute drauf abfahren. Aber trotzdem haben sie völlig recht, müssen wir alles tun, damit es gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt. Ich habe ja eben auch radikale Vorschläge mal gemacht für den stationären Handel, die man angehen müsste. Zu der Zusatzfrage, völlig richtig. Wir haben damals bei der Erbschaftssteuer einen Unterschied gemacht, dass wir gesagt haben, dort, wo es jetzt nicht, ich sag mal, um die Finca auf Mallorca geht, sondern um den Mittelstand, um das Personen- und Gesellschafts-, um die Personengesellschaft. Dort haben wir gesagt, dass jemand, der für ein paar Jahre lang seine Mitarbeiter auch hält, den Bestand, dass er am Ende des Tages im besten Falle von der Erbschaftssteuer befreit ist, wenn er denn das Unternehmen wie die nächste Generation führt. Und daran muss man, deswegen ist die Zusatzfrage völlig berechtigt, festhalten. Das heißt, man müsste diese Jahre jetzt während der Pandemie so anrechnen,
als ob die Mitarbeiter gehalten werden. Davon oder würden, dafür setzen wir uns auch ein. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich glaube, wir müssen ja gleich zum Ende kommen. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von der Iris Molter-Abe und Sascha Kohlmann, du hast die Hand gehoben. Ist das eine Wortmeldung oder? Okay, dann machen wir die zwei noch in aller Kürze. Ansonsten sehe ich jetzt keine Wortmeldung mehr und dann kannst du dein Schlusswort hinterher auch noch richten. Vielen Dank. Hallo, Iris. Es geht in der Schweiz, ist ja jetzt auch der Lockdown und die haben für den Einzelhandel bzw. für die Lebensmittel die kompletten No-Food-Sachen auch gesperrt. Also man kann jetzt nicht bei Aldi und Lidl Bettwäsche, Schuhe und Kleidung kaufen. Viele sagen auch, oder Spielsachen, die Spielzeuggeschäfte haben zu. Die Einzelhändler in der Stadt können die Sachen nicht verkaufen, aber Aldi kann sie verkaufen. Und da sehen die auch ein ganz großes Problem drin. Könnte man das nicht auch, ich meine, das dauert hoffentlich nicht mehr so lange, aber wäre das nicht mehr für die Zukunft auch ein Thema, dass da durch nicht der Einzelhandel gestört wird? Also in der Schweiz wurde es jetzt so gemacht. Ja, also was wir jetzt gemacht haben, in Nordrhein-Westfalen, da wurde sogar bewusst es erlaubt, dass der Großhandel beispielsweise, ich weiß nicht, ob es bei euch auch diese ganzen Metromärkte und sowas gibt, wo ja eigentlich nur Gewerbekunden einkaufen können. Das ist ja ähnlich wie bei Aldi etc., da können Private einkaufen. Und in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob man das bei euch auch erlaubt hat, Sascha Kohlmann, ist ein Landesgesetz, dass der Großhandel offen hat für Privatkunden. Ist das auch erlaubt? Das hieße, dass es dann nicht nur Aldi ist, sondern auch die Metromärkte und alle anderen. So, und das hat man gemacht, um die Infektionsdynamik, sage ich jetzt mal, zu entspannen. Und da haben wir uns jetzt am Wochenende hier in Paderborn hingesetzt mit diesen Großhandelsmärkten und haben gesagt, nein, das können wir so nicht machen, das geht nicht. Ich finde, man hätte es auch bei Aldi und bei allen anderen machen können, dass man sagt, dann dürft ihr es nicht verkaufen, dann sperrt ihr es ab. Die Argumentation war vieler Länder, dass es oft ein Definitionsproblem gibt. Was ist Non-Food und was ist kein Non-Food? Das hätte man natürlich ausdiskutieren müssen. Bei mir rennen sie da offene Türen mit ein, weil ich komme aus dem Einzelhandel, aus dem Buchhandel. Und sie können jetzt Bücher übrigens auch kaufen, bei großen Märkten wie Familia oder andere, obwohl es im Buchhandel gesperrt ist. Bei mir rennen sie da offene Türen an, aber das müssten sie mit den Landespolitikern beschäftigen. Das ist ein Landesgesetz, kein Bundesgesetz. Ich will jetzt die Schuld jetzt oder den Stab jetzt hier nicht weiterreichen. Das ist ja für einen Bürger immer schlimm, wenn der Bundestagsabgeordnete sagt, ich bin nicht zuständig, sondern der andere. Aber ich befürchte, dass man das jetzt auf die Schnelligkeit nicht mehr hinkriegt. Ich weiß nur aus Gesprächen hier, es war wohl auch eine Definitionskiste, wo grenzt man Non-Food ab, wo nicht. Aber ich finde, es gibt klare Abgrenzungen bei Non-Food. Sie haben gerade genannt Spielwaren etc. Dann gab es wieder von der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es in Trier ist, dass es Spielwaren auch to-go gibt, also sozusagen, dass man bestellt und kann von draußen die Spielwaren annehmen bei Familienunternehmen. Also hier zum Beispiel im Wahlkreis haben wir ein, zwei Familienunternehmen, die verkaufen ganz normal, sie können dann nur nicht in den Laden kommen, sondern das findet dann draußen statt. Ja, aber ansonsten sind diese ganzen Themen gar nicht bei uns in der Bundespolitik, sondern das ist Ländersache. Ich weiß nicht, ob der Sascha Kohlmann noch mal einen Satz dazu sagen will. Ja, den Sascha haben wir eher als Wochenende. Ich habe noch davor den Patrick Sterzenbach. Ja. Der ist ja hier auch Leiter der City-Initiative Trier. Von daher kann der bestimmt auch speziell ausführen. Patrick, vielleicht deine Wortmeldung, dann sammeln wir noch Sascha Kohlmann, Markus Römer. Ich gucke mal kurz in die Runde. Sascha? Ja. Okay, dann machen wir zuerst den Patrick Sterzenbach. Patrick, du hast das Wort. Solange Patrick ja sein Mikro noch sucht, kann ich hier vielleicht einfach loslegen. Ja, fang du mal an, Sascha, dann ziehen wir den gleich. Den Markus Römer gemeldet, Andreas und Carsten Linnemann. Ich glaube, wir sind da in all dem, was gesagt worden ist, richtig relativ nah beieinander. Es ist manchmal halt eine Geschichte von Regionen auch. Und natürlich müssen wir keine Unternehmen retten, die sowieso nicht zu retten wären. Und da noch Geld zu versenken, ich sage das bewusst so provokativ, das mache ich ja öfter, Geld zu versenken, ist auch nicht mein Ansatz. Sondern wir haben es von dem Herrn Vogt eben gerade gehört, dass wenn Novemberhilfen versprochen werden,
wer auch immer die versprochen hat und warum die versprochen worden sind. Und die große Politik hat vielen Bürgern ja, und das hast du eben gut gesagt, ja, suggeriert, das Geld wächst auf den Bäumen. Dann muss man eine Novemberhilfe eben vor dem Februar ausgezahlt haben und geregelt haben. Wer auch immer die Schuld trägt, das ist jetzt nicht die Frage. Und auch ein Bundespolitiker, der die Schuld für gewisse Dinge, wie du eben gesagt hast, nicht trägt oder nicht die Verantwortung oder nicht die Zuständigkeit. Dem Bürger ist es erstmal egal, wer die Zuständigkeit hat. Was die Bundespolitik aber kann, und das kann sie vor der Landespolitik schon, das ist, sich öffentlichkeitswirksam zu artikulieren. Denn gerade in Rheinland-Pfalz erleben wir immer wieder, dass die Landespolitik eben nicht die Möglichkeiten bekommt, da, wo es wehtut, da, wo es brennt, das öffentlichkeitswirksam zu artikulieren, sondern das sind dann wieder, ich sag mal, Formate auf Bundesebene, wo die Bundespolitiker, und da danke ich dir wirklich sehr für deine klaren Worte, artikulieren zu können. Da würde ich mir schon wünschen, dass man die Probleme, die wir eben auch jetzt hier im Forum genannt haben, auch wirklich da nochmal artikuliert, auch wenn man nicht zuständig ist. Aber du hast es ja verstanden. Das ist auch keine Kritik, sondern kannst Konstruktives nochmal darlegen. Eine andere Sache ist wirklich, und wenn eine Insolvenz nicht erlaubt ist, oder andersrum, falsch, Insolvenz, also wenn eine Insolvenz nicht gemacht werden muss, dann nützt es einem nichts, wenn er einfach am Ende des Monats von seiner Sparkasse, von seiner Volksbank, von seiner Bank kein Geld mehr bekommt. Dann kann er noch was bringen, es funktioniert einfach nicht. Und da diese Probleme haben wir eben bei den ganz kleinen Betrieben vor Ort, die ganz kleinen Betriebe, die dafür da sind, und unsere Lebensqualität vor Ort so zu halten, wie sie ist. Nämlich, dass wir gerne in unserer Region bleiben, dass wir gerne in unserer Heimat bleiben, dass wir alles, was eben gesagt worden ist, die Arbeitsplätze hier halten können, damit unsere Kinder und Jugend eben, wenn sie ins Berufsleben einsteigen, hier weiter Fuß fassen können. Und letzter Satz noch dazu ist, wenn wir schon drüber nachdenken, jetzt habe ich den Faden verloren, ist egal. Ich gebe jetzt das Wort einfach an den Markus Römer weiter. Der Markus Römer hat sich eigentlich gemeldet. Ich wollte nur noch mal sagen, wir sind, glaube ich, nicht weit weg, Carsten Lindemann, von dem, wie wir denken, wie wir fühlen. Wir müssen es den Leuten einfach nur noch mal ein bisschen näher bringen. Und das, was wir versprechen, müssen wir mal machen. Wir sollten uns vor dem Versprechen einfach überlegen, ob die Versprechung gut war. Markus, du hast das Wort, du hast dich eigentlich gemeldet. Vielen Dank. Ja, danke. Eigentlich sind wir auch sehr nah beieinander, Herr Lindemann, aber ich muss Ihnen in einem grundsätzlich widersprechen. Amazon funktioniert nicht, weil die jungen Leute das so toll finden. Amazon funktioniert genau wie Uber oder Airbnb, weil wir Deutsche bei diesen Geschäftsmodellen das, was wir am besten können, nicht machen, ist regulieren. Wenn der Einzelhändler draußen an seiner Werbetafel eine weiß statt eine gelbe Lampe einbaut, dann muss er seine ganze Werbetafel abbauen und darf sie nie mehr draufhängen. Wenn der Einzelhändler irgendwas baulich verändern will, dann braucht er ein Dreivierteljahr in sämtlichen Ämtern der Stadt, bis er endlich so weit ist, dass er was machen darf. E-Commerce, Uber, Airbnb können machen, was sie wollen. Ich weiß, Sie sind ein Freund von Uber. Wir hatten das Gespräch schon mal in Bernkastel. Aber erklären Sie mir bitte mal, warum bei Uber etwas genehmigt ist, was im Mietwagengeschäft verboten war über Jahre hinweg mit der Begründung, der Taxiunternehmer muss eine teure Lizenz kaufen, bekommt die Preise vorgegeben und muss 24/7, müssen alle Taxifahrer den ÖPNV zur Verfügung stellen. Das alles muss der Mietwagenfahrer nicht. Deswegen hat man dem gewisse Vorgaben gegeben und hat Dinge verboten. Dann kam Uber und hat nichts anderes gemacht, als einfach nur die Art und Weise, wie man den Mietwagenfahrer bestellt, umzuändern. Ging nicht mehr über Telefon, sondern es ging über eine App. Plötzlich ist es erlaubt. Airbnb dasselbe in Grün. Jeder Hotelier, wir hatten eben einen, muss in Trier Tourismussteuer abführen, muss er von seinen Gästen einverlangen. Die ganzen privaten Privatpersonen, die eine Airbnb-Wohnung haben, oder zwei oder drei, und davon gibt es leider auch bei uns in Trier mittlerweile etliche, die ihre Ferienwohnungen en masse, eigentlich wie ein kleines Unternehmen, vermieten, die müssen nichts machen. Und so ist es auch mit E-Commerce. Ich habe das große Problem bei E-Commerce. Ich sehe es gerade jetzt zu Homeoffice jeden Tag, wie viele Paketfahrer bei uns durch die Straße fahren. Die fahren die Straße kaputt. Im Endeffekt zahlen wir Anwohner dafür, dass sie wiederhergestellt werden. Da wird aber ein E-Commerce-Händler
an den lokalen Kosten nicht beteiligt. Das ist so ein Problem, das ich sehe. Warum muss beispielsweise ein Paketfahrer nicht alle 4 Stunden für eine halbe Stunde oder Stunde auf dem Parkplatz stehen wie ein Lkw-Fahrer? Der fährt auch seine 12 Stunden. Und das reicht nicht. Die fahren sogar noch viel länger. Also das ist das große Problem, das ich sehe, dass wir alle anderen Geschäftsmodelle verstanden haben, fast zu Tode zu regulieren. Und bei den neuen wollen es auch einfach gar nicht und machen es nicht. Das ist der Punkt, den ich sehe, dass wir da einfach es geschafft haben, in der Wirtschaft dafür zu sorgen, dass sie nicht mit gleichen Waffen gegeneinander kämpfen können. Der Einzelhändler hat keine Chance gegen den E-Commerce-Händler, weil er vom Staat, Land, Kommune einfach mit stumpfen Waffen ausgestattet wird. Das war es von meiner Seite. Danke. Okay, gut, Markus, vielleicht dann noch der Patrick Sterzenbach. Sehe das Thema Chancengleichheit, glaube ich, im Markt. Patrick, vielleicht führst du noch in Ergänzung zu Markus Römer aus und dann, Carsten, hast du das Schlusswort. Ja, guten Abend, Herr Linnemann. Kurz zu meiner Person. Ich bin Einzelhändler seit 21 Jahren mit 3 Geschäften hier in Trier und ich betreibe mit meiner Frau zusammen ein Hotel. Ich sehe es auch schwierig mit dem Onlinehandel. Der Einzelhandel in der City hat unter Corona enorm gelitten. Der Onlinehandel floriert wie nie. Die Innenstädte bluten aus. Leerstand. Was kann man machen, um Chancengleichheit zwischen Onlinehandel und stationären Einzelhandel zu erreichen? Die Digitalisierung mag ein Thema sein. Aber selbst Onlinehandel zu betreiben, schwächt unsere Innenstädte noch mehr. Gilt es jetzt nicht, den Onlinehandel zu reglementieren? Wäre meine Frage. Wie können wir da ansetzen? Ich weiß, es ist schwierig für einen Einzelhändler in die Digitalisierung einzusteigen, aber es kann nicht die Lösung sein, ja, dann betreibt doch selbst Online-Shops. Weil damit machen wir unsere Städte noch mehr kaputt. Okay, Carsten. Ja, super. Ich komme mal kurz an. Ich komme gleich nur zur Erklärung. Wir hatten auch vorletzte Woche auch eine gute WebEx-Konferenz, wo wir das Thema Einzelhandel hier auch von der MIT detailliert besprochen haben. Da sind ja auch ein paar Folgeschritte, Aktionen auch davon rausgegangen. Thema, wie kann ich die Innenstadt lebendig halten? Wie kann ich auch Chancengleichheit herbeiführen? Und hier sind eben ein paar andere Wortmeldungen eben auch aufgeführt worden. Von daher als kurze Einführung zur Erklärung. Ja, ich würde mal mit Herrn Sterzenbach beginnen. Also ich muss wirklich zunächst sagen, ich bin nicht irgendwoher, sondern ich habe 43 Jahre den deutschen Einzelhandel inhaliert. Ich habe davon 35 Jahre jeden Abend mit meinem Vater und mit meiner Mutter zusammengesessen. Meine Eltern sind keine Akademiker, die haben Volksschule. Mein Vater hat sich mit einer Buchhandlung in einem Kaufhaus selbstständig gemacht 1977, obwohl damals Leute, die gelesen haben, gebildet waren und die gingen schon gar nicht in ein Kaufhaus. Das heißt, er war mutig und ist Risiko gegangen, genauso Herr Sterzenbach wie Sie auch. Dann hat er noch eine andere Buchhandlung auf der Grünen Wiese aufgemacht. Also ich bin ein gebranntes Kind und weiß, wie Einzelhändler mit Problemen ins Bett gehen und morgens wieder aufstehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Herr Sterzenbach, Sie müssen Ihren Punkt das ausspielen, weil der Einzelhandel, ich mache es jetzt mal allgemein, was der Onlinehandel nicht schafft. Gib mir mal ein einfaches Beispiel. Mein Vater hat in den letzten 10 Jahren, als Amazon kam, und Amazon hat gesagt, wir bringen innerhalb von 24 Stunden, können wir die Bücher liefern. Wissen Sie, was mein Vater gemacht hat? Er hat irgendwie 5 oder 10 Studenten eingestellt und hat gesagt, wer bei mir bestellt, wo die Bücher am Lager sind, es sind immer 80% der Bücher am Lager, 80-20, die bringe ich innerhalb von 2 Stunden. Nicht 24 Stunden, 2 Stunden. Da hat der Amazon mal Paroli gebeten. Dann haben meine Eltern Lesungen gemacht. Mein Vater war den ganzen Tag im Laden. Das war so ein Urgestein, wie man sich das so vorstellt. Der hat all das ausgespielt, was man online nicht ausspielen konnte. Hat aber gleichzeitig auch online gemacht. Und Sie haben was ganz Richtiges gesagt. Der Einzelhändler kann online die anderen nicht überholen. Aber er muss es haben. Aber er kann dadurch erfolgreich sein, indem er seinen Fund ausspielt, was er hat. Und das habe ich jetzt gerade mal deutlich gemacht. Das Problem ist nur, da bleibe ich bei,
Und das ist auch das, wo ich mit Herrn Römer über Kreuz liege und unterschiedliche Meinungen habe. Sie können beispielsweise nicht das Smartphone dafür verantwortlich machen, dass Zeitungen aussterben in Deutschland. Was soll ich machen? Ich kämpfe, weiß nicht, wenn mich ein Bürger fragt, spreche ich mich für jede Filiale der Sparkasse, ich habe das Beispiel gebracht, in jedem Ort ein, weil ich der Meinung bin, ein kleiner Ort muss eine Sparkasse, einen Arzt haben und Lebensmittel haben. Wenn aber die Leute in diese Sparkasse nicht mehr gehen, was soll ich denn da machen? Das heißt, ah, mit anderen Worten, ich muss mir doch die Frage stellen, wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Das ist doch kein Problem, was es nur in Trier gibt. Das ist doch ein Problem, was es auch in Paderborn gibt und in jeder Stadt in Deutschland. Selbst in den Großstädten ist es das. Das heißt, ja, aber wollen wir das zulassen? Bitte? Wollen wir das zulassen? Ja, das und ist da habe ich eine andere Meinung. Glauben ich meine, wir versuchen in unserer, ich bin in der City-Initiative, bin ich Vorstand, dem Gewerbeverein hier in Trier, wir versuchen wirklich alles, um die Kunden in die Stadt zu holen. Aber es ist uns unmöglich, eine Chancengleichheit zu erreichen, auch mit jeglichen Aktionen. Wir haben viel mehr Kosten als der Onlinehandel. Wir haben einen ganz anderen Personalaufwand. Wir kommen da nicht nach, wenn wir keine Unterstützung von der Regierung bekommen, wenn das irgendwo ausgeglichen wird. Ich sage jetzt nicht, ja, diese bösen Amazon-Leute, die müssen bestraft werden. Nein, es muss so sein, dass der Kunde merkt, es ist attraktiver, in die Stadt zu kommen. Nur unsere Mittel, die sind mittlerweile aufgebraucht. Wir versuchen alles, was geht. Mhm. Sie haben eben davon gesprochen, Ihr Vater hat die Bücher zu dem Kunden gebracht innerhalb von 2 Stunden. Alles gut, es wird Möglichkeiten geben, wo der Händler natürlich auch viele, viele Sachen macht. Ne? Getränke anbietet, Aktionen, Musik und was es nicht alles gibt. Die Städte, die veranstalten jede Menge Sachen mit Gestaltung der Innenstadt, mit Aktionen, um Kunden in die Stadt zu bekommen. Aber wenn wir so weitermachen, wenn wir das alles weiter dulden mit dem Onlinehandel, dann wird es keine Städte mehr geben, wo stationärer Einzelhandel ist. Ich meine, wenn das gewünscht ist von der Politik, dann lassen wir uns doch kaputt machen. Und hier ist der Punkt, Herr Sterzenbach. Es ist doch die Gesellschaft. Glauben Sie denn, wir können es ja machen. Wenn wir mit den Grünen regieren, kommt vielleicht eine Digitalsteuer. Hauen wir nochmal 10%, 20% auf. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube nicht, dass Sie mit dem Denken, bestrafen Sie die einen, damit wir weiter unser Geschäftsmodell machen können. Damit kommen Sie meines Erachtens nicht weit, weil die jungen Menschen anders aufgestellt sind. Die sind ganz anders digitalisiert als Ihre Generation oder meine Generation. Die gehen da ganz anders mit um. Ja, es sind nicht nur die Jungen, sagt sogar Michael Stolz. Ich habe Ihnen eben 3 radikale Beispiele gebracht. In ganz Trier, in der Innenstadt, ab 17 Uhr keine Parkgebühren mehr für ein Jahr. Alle Sonntage öffnen und eine Werbekampagne. Ich habe Ihnen einfach mal 3 Sachen gesagt. Aber zu glauben, interessant ist ja auch, dass die erfolgreichsten deutschen Einzelhändler auch mit am erfolgreichsten online sind. Auch interessant. Also diejenigen, die den Einzelhandel ausnutzen und was anderes. Ich will Ihnen nur sagen, ich meine, Sie können ja auch nicht WhatsApp verantwortlich machen, dass es keine Postkarten mehr gibt. Warum gibt es keine Postkarten mehr? Warum? Weil die Leute sich auf einmal Bilder per Smartphone schicken. Warum gibt es keine Zeitungen mehr und immer weniger? Weil die Leute per Smartphone sich die Nachrichten runterziehen. Wenn ich jetzt sage, okay, dann subventioniere ich die Zeitung weiter, was wir übrigens auch machen, kann ich vielleicht noch 5 Jahre rausholen oder 10 Jahre. Aber am klügsten wäre es, wenn die Zeitungen selbst erkennen, dass die Zukunft auf dem digitalen Markt ist. Also werden wir in Zukunft nur noch einen digitalen Markt haben? Nee. Wir werden in Zukunft Innenstädte haben, die Wohnungen haben, die Business haben, die aber auch Einzelhandel haben. Aber der Einzelhandel, das sagen ja alle Prognostiker, der wird in Zukunft anders aussehen. Es wird ein Erlebniskauf sein. Ist ja heute schon so. Aber in Zukunft werde ich in die Stadt gehen. Ich möchte gerne einen Espresso haben. Ich möchte gerne auf dem Bildschirm eine Anzeige haben, wie es denn aussieht. Ich möchte vielleicht ohne Tüte rausgehen, dass es mir dann nach Hause geschickt wird oder gebracht wird. Ich kann die Zukunft auch nicht ändern, Herr Sterzenbach. Ich kann Ihnen nur eins versprechen. Die Politik wird alles tun, um gleiche Wettbewerbsbedingungen
zwischen Onlinehandel und stationären Handel herzustellen. Das verspreche ich Ihnen. Da arbeite ich jeden Tag dran. Und mich geht, kotzt es auch an, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, wenn da bestimmte Anbieter auf eBay oder anderen Plattformen bevorzugt werden und dagegen Kartellrecht verstoßen wird. Ich bin auch mit dem Kartellrechtschef in Deutschland in Kontakt, mit den Wettbewerbsbehörden. Da werde ich alles tun. Aber ich kann Ihnen heute eins versprechen. Selbst wenn es eine komplette Gleichheit gibt der Wettbewerbsbedingungen, wird der Kunde entscheiden, nicht der Politiker und nicht Sie. Und der Kunde entscheidet einfach im Moment so, dass es in Richtung Digitalisierung geht, dass er in die Stadt gehen will, dass er jemanden trifft, einen Erlebniskauf, ja, wo er zum Italiener geht und sich einen Anzug kauft und dabei einen Espresso bekommt. Das wird weiter passieren und so weiter. Aber ich sag mal, bestimmte Dinge des alltäglichen Gebrauchs, es wird unglaublich schwierig, weil ich bringe dieses Beispiel nochmal. Wir können das Smartphone nicht verbieten, dass die Zeitung nicht mehr da ist und die Postkarte ist auch ausgestorben. Da hätten wir noch so viel subventionieren können. Das ist einfach so. Wir haben jetzt die vierte Revolution nach der ersten. Da hätten wir auch sagen können, als die erste Dampfmaschine kam, was hätten wir sagen sollen? Hätten wir die verbieten sollen? Sie wäre sowieso gekommen. Wenn sie in England nicht erfunden worden wäre oder in was weiß ich wo, wäre dann in Afrika. Also verstehen Sie, was ich meine? Das sind einfach Entwicklungen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir versuchen gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Aber zu glauben, dass der Onlinehandel schuld daran ist. Ich glaube, der Einzelhandel in Deutschland muss sich auch für die Zukunft aufstellen. Nur ich gebe Ihnen völlig recht, was jetzt passiert während Corona. Ich meine, schauen Sie sich mal die neuen psychologischen Studien an. Die sagen, wer 10 bis 12 Wochen ein neues Verhalten an den Tag legt, adaptiert dieses Verhalten. Patrick, ich denke mal, wir können den Punkt hier ja machen. Wir haben das Thema ja. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema und das ist richtig. Ich bin auch dankbar. Und ich glaube auch, dass die Politik nach diesem Lockdown auch jetzt für den Einzelhandel extra was tun muss. Übrigens nicht nur Wettbewerbsgleichheit, sondern die müssen einen Pfund noch mal oben drauf bekommen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Volle Pulle. Ich habe eben drei Beispiele gebracht. Aber auf lange Sicht wird nicht die Politik entscheiden, wo die Zukunft sich abspielt, sondern der Konsument. Herr Römer, da war noch eine Frage offen. Sie müssen, ich habe früher Ihr Argument auch gebracht, ich bin mittlerweile vorsichtig damit, im Rahmen der Paketsteuer, weil Sie eben gesagt haben, Amazon macht die ganzen Straßen und so weiter kaputt. Es gibt, oder diese ganzen Online-Dienste, es gibt jetzt neue Studien, dass sogar der CO2-Wert geringer ist, als wenn die einzelnen LKWs die Einzelhändler anfahren in den Städten. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem Argument. Ich habe es früher auch immer gebracht, ich bringe es jetzt nicht mehr, seitdem mir einer darauf aufmerksam gemacht hat. Ich kann Ihnen nur sagen, deswegen verstehe ich gar nicht mit Uber, weil Sie das eben gesagt haben, ich möchte gleiche Wettbewerbsbedingungen, übrigens bei R&D, habe ich sogar mit dem Kollegen von der FDP gefordert, dass es eine Pauschalbesteuerung gibt, weil es nicht sein kann, dass ich einfach meine Wohnung hier vermiete und faktisch kaum was zu versteuern bis gar nichts habe. Also da bin ich auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Also insofern sehe ich da gar nicht so diesen Dissens. Wo ich nur mit Problemen habe, da bleibe ich bei, ist, dass wir versuchen, über Jahre und Jahrzehnte irgendwas zu schützen und merken gar nicht, dass um uns herum so viel passiert, dass man uns überrollt und wir in Zukunft die Geschäftsmodelle nicht mehr in Deutschland haben, sondern die aus dem Ausland kommen. Mein Interesse ist es, dass wir in Zukunft, wie die Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Elektro, alles, was wir haben, auch in der Zukunft erfolgreich sind. Nur wenn es die Automobilindustrie, so wie es sie im Moment nicht mehr gibt, in Zukunft nicht mehr gibt, dann möchte ich gerne neue Branchen haben, wegen mir die Erneuerbaren oder andere. Aber ich hoffe, dass wir auch digitalisierte Geschäftsmodelle bekommen. Mir geht es ja auch gegen den Strich, dass wir in Deutschland keine Global Player im Bereich Digitalisierung haben. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich glaube, die bekommen wir nur, wenn wir auch den Druck erhöhen, wenn wir auch offen sind für datenbasierte Konzepte, wenn wir den Datenschutz nicht als heilig ansprechen. Ich meine, die App ist doch ein schönes Beispiel.
Warum kommt denn Taiwan? Warum kommt Südkorea? Südkorea ist keine Diktatur. Warum kommen die jetzt so gut durch die Pandemie und die Wirtschaft läuft wieder? Weil die anders mit dem Datenschutz umgehen. Ich will nicht den Datenschutz hier völlig liberalisieren. Aber man hätte doch zumindest mal bei der App sagen können, dass in dem Bereich, wo ich sage, ich möchte freiwillig den Ordnungsdienst anmelden, dass das dann auch erlaubt ist und ich das auch nutzen kann. So ist doch die App völlig nutzlos, wenn ich nicht weiß, wo und wann ich mich angesteckt habe. Und diese Debatten muss ich einfach führen. Ansonsten werden wir die Zukunft in Deutschland nicht gewinnen, wenn wir mit diesen Daten nicht offener umgehen. Aber nochmal, ich will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen reden, aber dieses Thema insgesamt auch mit Einzelhandel, das beschäftigt mich wirklich, das müssen Sie mir glauben, sehr, weil ich sehe im Moment dieses Sterben, weil die Einzelhändler mir auch leid tun, weil die, ich sag's mal auch, Herr Vogt, wenn ich so sagen darf, die Gastronomen bekommen 75% des Umsatzes. Die Einzelhändler bekommen noch nicht mal die Fixkosten zu 100% gedeckt. Das ist schon eine ganz klar ungleiche Behandlung. Und da verstehe ich auch die Einzelhändler, dass die so laut rufen. Nichts gegen ihre Hilfen, Herr Vogt, alles in Ordnung. Aber Sie müssen auch mich als Politiker verstehen, da haben wir einfach eine Ungerechtigkeit geschaffen, die nicht fair ist. Bin ich dabei, aber wenn ich kurz anfügen darf, zu sagen, wir kriegen 75%. Und ich denke, Herr Sterzenbach weiß das auch mit seinem Hotel hier in Trier, wir landen nicht bei 75%. Da wird erstmal einiges abgezogen. Und wenn man dann realistisch irgendwo bei 45, 50, 55, 52% am Ende des Tages landet, dann ist es das, was kommt. Und ich hatte gerade noch in den Chat geschrieben, als Anmerkung zu meinem Beitrag von gerade, bei der Auszahlung des Kurzarbeitergeldes sind wir auf 2-3 Monate. Gut, ich denke mal, wir haben die Argumente ausgetauscht und Carsten, du bist ja auch immer ein Mann der offenen Worte und was ich bei dir auch immer schätze, ist, dass du auch Kritiker zu Wort kommen lässt, weil nur, wenn man auch wirklich in der Debatte auch offen die verschiedenen Argumente austauscht, dann wird man letztendlich auch irgendein Konstrukt finden, einen Kompromiss auch finden, der von allen tragbar ist. Ich glaube, so ein paar Dinge, wo wir uns hier in der Runde vielleicht im Ziel einig sind, aber der ein oder andere vielleicht auch andere Wege vorschlägt, ist bestimmt auch, wie können wir wirklich unsere Innenstädte weiterhin auch lebendig halten. Das ist die zentrale Frage, die wir auch im Nachgang der Corona-Pandemie weiter im Auge halten müssen. Meine Ralf Brinkhaus hat es ja in der Fraktion ja auch schon mal angeführt, Thema Innenstädte, wie können wir vor allem die Innenstädte auch attraktiv halten. Davon lebt natürlich auch der stationäre Handel, wenn eben Leute in die Stadt reinkommen können. Und darauf müssen wir auch alle hinarbeiten. Und die verschiedenen Ideen, die sammeln wir ja jetzt auch und die tauschen wir uns ja auch aus. Und ich denke mal, wenn man hier in so einer Runde auch kontrovers darüber diskutiert, da finde ich das gut, dass die verschiedenen Argumente auch aufgeführt werden und dass wir die eben einfach mal auch nach oben weitertragen. Ich denke, es kommt irgendwo darauf an, dass wir auch eine wirkliche Chancengleichheit herstellen und jeder muss sich bewegen. Wir sind ja ein Land mit 80 Millionen klugen Köpfen und ich komme ja aus der Innovation raus und ich weiß, wenn auch viele Köpfe da mitarbeiten, wenn der Staat eben nicht nur die Richtung vorgibt, sondern wenn wir eben das Potenzial der vielen Leute nutzen, dann finden wir auch gute Ideen und gute Lösungen. Und ich glaube, dann kann auch jede Gegend davon profitieren. Ja, Carsten, vielen Dank, dass du heute auch hier dran teilgenommen hast. Normalerweise, wenn du jetzt hier da wärst, würde ich dir ein schönes Weinpräsent überreichen, aber das muss ich dann in Berlin machen. Mein Kühlschrank ist immer gut gefüllt, also von daher können wir noch gerne in Berlin einen kurzen Wein oder so mal trinken oder in der MIT-Bundesgeschäftsstelle. Vielen Dank nochmal und ja, auch vielen Dank für die gute Diskussion hier in der Runde und Ihnen allen wünsche ich auch einen schönen guten Abend. Sagt Carsten, vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von dir. Vielen Dank nochmal für dein Kommen. Ich bedanke mich auch. War eine super Diskussion, weil sowas dann auch hängen bleibt, als wenn man nur oberflächlich redet, auf beiden Seiten. Und so sollte es auch sein. Deswegen, Andreas, vielen Dank. Vielen Dank in die Runde. Alles Gute und ich sage einfach mal bis bald. Ja, vielen Dank und tschüss zusammen. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.